Lol. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roots of Magic. Ich, Johnny, du weißt schon, dass ich dich einfach leise mache, ne? Mein Name ist Max, ihr seid hier bei Little Cookie Game und das wollte ich noch anfügen und, ja, ich mach dich. Boah, meine Lunge fühlt sich gerade an, als ob dein dickes Blasgerät durchgegangen wäre. Oh ja, mein dickes Blasgerät. What the fuck? Ja, ich mach dich leise bei solchen Momenten, das ist mir jetzt auch egal. Also, ich will sowas extrem Wichtiges sagen und leise. immer wenn Johnny was sagt, kommt so ein Piepton. Den Piep von eben, dein Gejaule, das schneide ich... Nicht, Halle, kennst du diesen Alarm vom iPhone, diesen... Nee, oder ja, welchen? Ich hasse den. Warum? Ich hatte den mal als Wecker und der hat mich immer an schlechte Zeiten erinnert. Hä, hey, ich hab den für meine Mutter als Klingelton. So eine Warnung, die... Hey, ja, was dagegen? So, jetzt komm her, du Schwuchtelpriester. Ich würde auch einen Fernseher benutzen, ne? Dann schlag ich fast meinen scheiß Fernseher zusammen. Ich brauche halt nur noch schöne Klingeltöne, so welche, die mich beruhigen. Das Einzige, was ich immer zusammenschlag, das ist mein, wie heißt denn der Scheiß? Mein Xbox-Controller, wenn ich Assassin's Creed zock und irgendwie sterbe oder so. Guck, das hättest du alles aufnehmen können. Das regt das... Ja, ich weiß, aber ich bin dazu viel zu faul zu. Ja, da sehen wir mal hier die Jugend von heute. Ja, ich habe mir so irgendwie gedacht, ne, weiß Bescheid. Denken ist schon mal so was Kompliziertes. Alter, ich habe eine Zwergschnaps-Axt gefunden. Ja, ich habe Quest erfüllt und du gar nicht. Echt, deine Mutter? Weißt du, ich hab hier mühevoll, habe ich dich schon zweimal getötet, ja? Und den Quest habe ich auch schon. Ich habe zwei Quests fertig gemacht schon in dieser Folge. Ich will diesen Schnaps auch haben. Wieso krieg ich diesen scheiß Schnaps Alter, nicht? Ich bin so geil produktiv, ne? Du kannst gar nichts gegen Ich habe dir eine Quest schon in der letzten Folge gemacht. Oh, lass mich in Ruhe. Ich kann's gar nichts. Doch. Also ich geh jetzt nach Hause. So, tschüss. Hä? Nee, du... Ich muss... Ich geh jetzt einfach weg. Ich geh kacken. Okay. Alter, ist so kacken. Alter, ist einfach so weg. Zum den Spieler so wieder. Nein, no, ich bin wieder da. Ich stink jetzt so ein bisschen. Hab ich angekackt. Ich hab daneben gekackt. Ich hab mich angekackt. Nein, ich bin da reingesetzt. Ich geh jetzt kacken. Ist auf einmal so gemutet. Alter, weißt du was? Ja. Du musst echt... Gut, tschüss. Was? Du musst kacken. Heißt das, ich mach die Folge jetzt alleine weiter? Kackst du jetzt auf deinen Stuhl? Johnny, bitte nein. Und schick es mir nicht wieder als Post. Ich glaub dir, dass du das schon kannst. Ich möchte nicht wieder deinen Dung als Post in meinem Briefkasten haben. Mit einem Zettel dran, hallo. Ja, okay, danke. Wehe, ne? Ich warne dich. Ich weiß gar nicht, welchen Scheiß ich überhaupt aus meinem Inventar jetzt brauche und was nicht. Und wieso habe ich hier Gras? Gras. Ich muss das mal... Zu magische Hormone kommen, ich habe ein magische Hormone. Was soll denn der Scheiß? Also Tieren. Ja, okay. Das kann überraschen, oder? Ja, das ist voll Surprise. Talets brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Nee, ich behalte die Talets erstmal, falls ich doch brauche. Warte kurz, ganz kurz, ich möchte was geben. Handeln. Komm schon, handel mit mir. Yay, tot! So, was gebe ich dir denn mal unwichtiges Zeug? Du bekommst ein... Nö. Ich wollte dir gerade ein Auffertigungsausbilder-Zertifikat Stufe 15 geben. Ne, das brauche ich auch nicht. Habe ich schon. Oder? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Nee, ich habe das Ding für 25. Hier, die Ausbilderzertifikate, das will ich jetzt einmal erklären, ohne dass du dazwischen da warst, Johnny. Und zwar haben wir ja unsere Klassenkombination. Ich bin ja Krieger-Priester, beziehungsweise wenn wir uns denn mal ein bisschen umdrehen mit unseren Klassen, nämlich ja Priester-Krieger. Und da haben wir auch verschiedene Special-Skills sozusagen, die nur auf unserer Klassenkombination basierend sind. Ich habe jetzt zum Beispiel hier hinten Ruf des Verteidigers. Vielleicht spielt ja jemand von euch Krieger. Und hat... Vielleicht du da drauf. Vielleicht du. Vielleicht du auch nicht. Und hat bemerkt... Er hat ja gar nicht den Ruf des Verteidigers. Das ist eine Kombination aus meinem Priester und meinem Krieger. Auf Stufe 15. Und man bekommt halt immer diese Ausbilder-Zertifikate. Und mit denen muss man dann... Also was... kriegt man denn diese Skills. Und mein... Priester-Krieger, den ich jetzt habe, der basiert nur auf diesen Skills und normalerweise ist ein Priester ja eigentlich ein Heiler und ich labere jetzt einfach so runter, ob ihr es jetzt versteht oder nicht, ist mir jetzt auch egal.
Priester ist eigentlich ein Heiler und ich spiele ihn aber als DD, also als Damage Dealer. Das heißt, ich basiere nur auf meinen Skills, die ich als Klassenkombo sozusagen erhalte. Das heißt, ich muss auch immer fleißig mit meiner Zweitklasse hinterher leveln, damit ich neue Fertigkeiten bekomme. Weil zum Beispiel auf Stufe 25 bekommt man das nächste, den nächsten Skill. Johnny, du bist auch sowieso nur Magier-Hexenmeister, weil du diesen Feuerblitzstrahl haben wolltest, ne? Den Elite-Skill, den man dann auf Stufe 50 bekommt. Ich weiß gar nicht, was bekomme ich da auf Stufe 50? Eine Kerze. Nee, die habe ich schon. Die zeige ich auch immer als Priester, du hast mein Lieblingsskill. Ja, ja, guck mal, Johnny, du kriegst einen Wirbelsturm und ich krieg eine heilige Kerze, die mir Schaden zufügt. Ey, komm, das Ranz. Nee. Ey, ey, siehst du mich? Ja. Yes. Johnny, ich zeig dir, wie geil das aussah. Der muss ja mal raufkommen mit deinem wenigen Skill. Zum Heul. So, hier seht ihr das Homo Rectus, das versucht in ein Zollstadt reinzuklettern. Oh, der Weihnachtsmann hat es geschafft, der hat eine Rauchvergiftung. Okay. Der Weihnachtsmann hat sich in ein Ungeheuer verwandelt. Komm mal, Power Rangers hinter mir her. Ja, toll. Wo hab ich schon erzählt, dass ich letzten Power Ranger gesehen habe? Nein. Schon wieder? Voll geil. Ist so richtig scheiße, ne? Ja, die haben so riesige, so ungefähr 10x20 cm große Klötze. Plastikwaffen. Das ist so ein Klotz, den sie an ihrer Tasche dran haben. Und dann haben sie so Karten und diese Karten stecken sie da rein und dann bekommen sie eine scheiß Waffe. Aber Power Ranger war mal meine Kindheitslieblingsserie. Machst du die jetzt etwa gerade schlecht? Das kannst du mir nicht erzählen. Weißt du, was voll die scheiß Eingewohnheit von mir ist? Na? Ich lasse immer in Flaschen ein Stück Rand über. Oh ja, ich auch. Hast du auch solche komischen Zwangsneurosen, so wie ich? Du weißt, was Zwangsneurosen? Ja, nur dieses in Dings Flasche runter. Immer wenn ich diese Flasche sehe, da ist so ein Stück drin. Ich kann dieses scheiß Stück nicht trinken, außer aus Bier, das kann ich. Ja, ich auch. Nee, Bier aber ist immer voll schnell leer, aber so Flaschen... Nee, bei mir, ich habe diese Zwangsneurosen einmal, habe ich dir schon erzählt, ich muss mich beim Duschen immer hinsetzen. Machen das deine Eltern auch? Hinsetzen? Ja, ich glaube meine Mutter. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich guck meine Eltern nicht so gerne beim Duschen an, du. Finde ich nicht so geil. Das machen alle Kinder. Ja, Johnny, du, nur weil deine Mama dir sagt, dass du normal bist, heißt es nicht, dass du normal bist. Weißt du, ja, hör auf, Geräusche zu machen. Hör auf. Du bist normal. Alles ist gut. Ja, du bist normal. Ich hab vergessen, wie man mit dem Hexenmeister spielt. Ich greife einfach gestern in meinen Magier-Skills an. Irgendwas, worüber haben wir gerade geredet? Achso, genau. Und ich kann keine... Warte, komm mal zurück, Johnny. Komm mal zurück, ich muss hier gerade diesen Typen, ja. Hier hinten ist ein Quest, den können wir annehmen. Und dann können wir da oben diesen Zwergen-Ultralord da töten. Anführer da. Irgendwie. Oh, Schatztruhe des Zwergenpriester. So. Ja. Und ich kann keine Hose anziehen, wenn ich vorher keine Socken anhabe. Das heißt, ich muss erst meine Socken anziehen und dann kann ich erst meine Hose anziehen, verstehst du? Sonst ist das total eklig und ich muss die Hose... Ja, sonst muss ich die Hose nochmal ausziehen und wieder anziehen. What the fuck? Ja, das ist ganz normal. Hast du das nicht? Ich dachte, das ist auch irgendeine voll schlimme, warte. Ich dachte, das ist normal. So, bam. Warte, ich versuche sie gerade anzugreifen. So. Oh geil, 5 Gildenruhen. Meine. Ne, meine. Meine. Ha, ich hab sie bekommen. Deine Mutter. Okay. Naja, ich überlasse dir den mal, ne? Ich genieße die tolle Aussicht. Oh, ich hab gerade voll den Drang, hier runter zu springen, Johnny. Auf 3. Oh, Manu. Oh, Alter. Ich konnte mich noch widerstehen. Da weißt du, wie knapp das war, ne? Ja. Ich hab schon eine Latte bekommen, als ich gesehen hab, dass da runter geht. Ja, ich auch. Ich habe immer eine Latte bei einem Abhang. Deswegen will ich auch unbedingt zu den Niagara-Fällen. Da bekomme ich einen Triple-Orgasmus. Was? Ja. Das ist eine super Eigenschaft von mir. Bam. Haut er ihn um. Johnny, da oben kommt ein Boss. Ein Evil-Gegner, also glaube ich. Oder war der nicht da in diesem Gebäude drin oder so? Letztes Mal, als wir doch hier waren, da haben wir doch Hilfe noch gebraucht, oder nicht? Ach stimmt, ja. Glaubst du, dass wir es diesmal schaffen? Also wir haben ja jetzt ein bisschen besseres Equip und so, wir sind ja noch keinmal gestorben, außer du, wenn du Abhänge runterspringst. Aber... aber sonst? Ich bin noch kein einziges Mal gestorben, ja? Nein. Ich wüsste auch nicht, wo. Letzte Folge.
Oder war es diese Folge? Die letzte Folge. Wie viele Minuten haben wir, sonst können wir den Kampf ja vielleicht in die nächste Folge packen. Guck mal, ich greife dir jetzt an. Pio. Ungefähr 10 Minuten, ein bisschen weniger. Okay, machen wir jetzt einfach ne Ende der Folge. Ey, ich habe diesen Schatzdings erfüllt, die Quest und schon 2 Quests. Hast du schon Schnaps? Ich weiß nicht. Achso, ja, hab ich. Hast du schon diesen Schatz? Ich brauche nur... Nee, wo ist denn der? Ja, den habe ich schon. Wo ist denn der? Ach, da. Ah, und ich hab hier so einen Rucksack. Ich habe hier so... Fick dich. Ich brauche Blumen der Hoffnung und ich habe jetzt diesen Rucksack gefunden, den ich klicke ich jetzt an und da ist eine Quest drin. Hä? Vorige Quest Zwergenverteidiger muss ich vorher machen. Was für ein Scheiß? Ich habe keinen Rucksack. Egal, ich mache den Rucksack einfach. Okay. Ich nehme geil. So, ich will mir den Typen mal an. Rechts. Wo ist denn der Gangster-Mongo? Der steht da drin nachher, aber erst müssen wir hier vor alles killen. Okay, Attacke! Yay! Tot! Heißt das, ich bin der Tank? Mal wieder? Das finde ich jetzt aber ekelhaft. Ich finde Tanken... Mongoose. Sagen wir es so. Es ist Mongoose. Der ist hier irgendwie nicht drin. So, ich greife an. Ich greife an. Niemand kann mir etwas tun. Ich bin der Angreifer. Wo ist der? Hallo? Hier ist keiner. Ah! Greif mich an! Nein, ich greife jetzt Power... Oh, fick dich. Wegen dir greife ich jetzt ein Power Ranger Scarlet-Viech an. Mann, ich habe keinen Gegner. Ich habe doch extra mein super Aufladending-Skill eingesetzt. Mensch. Wieso kann ich keine Skills einsetzen? Das finde ich scheiße. Ja, ich hab auch... Bist du auf Zorn oder auf Fokus basierend? Ich bin auf Mana. Nein, ich bin echt auf Mana. Und auf, Fokus. Hey! Oh mein Gott. Gesundheit und auf Fokus, ja. Hä, wo ist denn der Typ jetzt hier? Ja, keine Ahnung. Eigentlich ist hier doch so ein Super-Mongo. Komm, wir wechseln den Channel. Okay, wir wechseln Channel. Auf Channel 2. Geht nicht, auf Channel 1. Ich bin auf Channel 1. Okay, der hier auch mal. Ja, wow. Wir haben den besiegt. Ich glaube, vielleicht brauchen wir auch eine Quest dafür, damit wir den sehen oder so. Ja, wahrscheinlich. Hey, ich dachte, wir haben noch eine Quest bekommen. Ja, hä? Ich hab einmal noch spioniert die Verteidigungszentrale der Eiszwerge aus. Ja. Muss mal gucken, wo da... Eiswerk Außenposten, das ist ganz wahr. Wieso sind wir nicht geht hier? Geht in die Tal der Eiszwerge. Eiszwerg Außenposten, wo ist denn der Scheiß? Da. Da unten. Und was muss ich noch? Blumen der Hoffnung, wo finde ich denn die? Ja, genau, helfe und geh Schneeberg zum Bodenkreis. Wo war denn der? Der Bodenkreis ist da oben. Okay, dann gehen wir erst zum Bodenkreis, hab ich gehört. Jetzt frisst ja, ich muss diese Erze. Geht an das Tal der Eiszwerge und sammelt 5 Klumpen. Das habe ich schon gemacht. Erz. Das habe ich schon fertig. Ich könnte natürlich schon mal die Quests abschließen, aber dann... Ja, dann muss ich die auch wieder abschließen. Töte den mal, ich habe da keine Lust zu. Ja, ich kann ihn nicht angreifen, ich habe keinen Zorn. Aber das regt mich voll auf am Krieger, ne? Ich finde Krieger eigentlich Krieger Bock. Aber so dieses Zorn aufladen und das, nee, das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Nicht. Und mir fehlt irgendwie so ein Auto-Loot. Dass ich wie bei Guild Wars einfach F drücken kann, dann loote ich einfach. Yeah. Ich habe eben in meiner Testaufnahme, da habe ich so voll homosexuell geredet. Weißt du? Gay? Ja, gay. Und das ist voll toll. Das benutze ich jetzt immer als Intro für Runes of Red. Für Schwules. Weil das benutze ich jetzt immer als Intro für Runes. Okay, vielleicht nur in einer Folge, weil ich das lustig finde. Wir brauchen eine Special-Ansage. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Nick, nack, du, guck, guck. Damit man uns wiedererkennt. Ja. Okay. Hältst du uns Nick, nack, nie gern, wieso? Ich sag doch schon immer das Gleiche. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play, bla bla. Ihr seid hier bei Lilik. Mein Name ist Maxi, ihr seid bei Lilik. Das ist doch so mein Spruch. Hallo, daran erkennt. Hallo. Ich sag auch immer Hallo und herzlich willkommen, du darfst es nicht sagen. Hä, natürlich, nee, ich sag das viel earlier als du. Sag das viel Macher. Hä, nee, weißt du, was mein geiler Spruch noch war, als wir mit Little Cookie Gamer angefangen haben? Wie alt waren wir denn da? 14? 13? Hab ich vergessen. Ja, irgendwie so um den Dreh war. Weißt du, dass wir bei Eurex hattest du nochmal so einen? Ja, das war der gleiche, nur mit einem anderen Namen. Lol, ich hab einen Hexenstab des Todes gefunden. So, dann gucken wir mal, wie toll der ist. Boah, ist der geil. Ey, geil, ich kann die Quest scheiße. Warte mal, ich guck mal, wenn wir jetzt die Quest hier abschließen. Oh geil, ich krieg neue Handschuhe. Ich merke Handschuhe. Entschuldigung. What the fuck? So, wollen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt geile Handschuhe? So. Welche sind denn stärker?
Ich behalte jetzt einfach die neuen Handschuhe. Die neuen Handschuhe. So, dann kommen die hier weg. Die kommen weg. Sind das Leder? Was kann ich denn? Habe ich hier nicht irgendwie ein neues Schwert? Ah nee, die Rüstung habe ich glaube ich letztes Mal schon angelegt. Hallo! Ja. So, der hat leider keine neue Quest. Okay, schade. Schade, 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 schade. So, cool, ich gucke jetzt meine neuen geilen Schwerten. Ich habe hier so einen Rucksack erhalten, ne? Da steht ja... Ich will auch so einen Rucksack haben. Da muss ich erst Zwergverteidiger besiegen. Diese müssen wir erst machen, diese Quest. Hä? Und die bekommen wir wahrscheinlich von irgendeinem. Hä, aber was für ein erst... Ich habe so einen Beutel nicht. Von was für ein Typ? Nee, den habe ich gefunden, aber... Ja, ich weiß. Ich such den ja schon für... Oder habe ich den schon eingesammelt? Das ist nicht, das ist mein ganz normaler Superbeutel. Egal, lass erstmal die Questen jetzt abgeben. Okay. Ich habe ja noch ein Pferd für noch 36 Sekunden, ja. Das heißt für 15 Minuten? Ja. Hoffbar. Ja, ich hatte eins für 7 Tage, aber dann haben wir ja so eine schöne lange Pause wieder eingelegt, ne? So eine schnieke-lange Pause und ich reite wie der Wind reite ich. Ja, ich werde angegriffen. Und ich bleibe Ich laufe einfach, kill die mal alle. Die kommen sowieso gleich alle auf dich zu. Wenn sie mit das Interesse an mich verloren haben tun. Nee, ich springe wieder rüber. Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine. Hunde, Kines. Gefährlich. Ich hasse das, wenn die so angedüst kommen. Meine Fresse. Ich hab letzte Folge Power mit dir auf Englisch gesehen, ne? Krank. Toll, jetzt mein Pferd weg. Dann geht da nicht so viele Witze verloren. Allein in einer Folge, da sagt er in der neuesten Staffel, da sagt Barney auf Deutsch bla 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 Ringbär. Also Ringbär. Ach so, ja, okay. Und dann sagt Robin, du meinst Ringträger, also dieser Typ, der einem die Ringe bringt bei einer Hochzeit. Und dann Barney, ja, meine ich doch, Ringbär. Siehst du, ein Bär. Ja. Das Tier. Und auf Englisch sagt er Ringbier. Ringbär heißt er auf Deutsch. Und dann sagt sie, you mind ring bearer. Das bedeutet Ringträger, weil sie nur ein ER angehängt. Und so macht der Witz viel mehr Sinn. Ja. Weil so, sonst ist es sonst. Ja, und da. Ich finde das immer ein bisschen behindert, wenn sie so diese Wortwitze. Deswegen, ich gucke ja One Piece und ich gucke die ganzen Animes auf Japanisch. Und wenn da irgendwie so ein Wortwitz mal kommt, dann kommen da eigentlich meistens nochmal Erklärungen, dass du das verstehst. Ist zwar dann nicht mehr so der Hammer-Joke und man hat da jetzt nicht mehr so die große Freude dran, aber man versteht es wenigstens, weißt du. Warum werde ich jetzt, glaube ich, auch die letzte 9 Staffel jetzt komplett auf Englisch sehen? Mit Untertitel oder ohne? Ohne, weil die Untertitel stören mich. Denn ich will die gar nicht lesen, weil das stört mich, aber da kann ich mich nicht richtig darauf... Ach, Johnny, das verstehst du noch gar nicht. Doch. Oh, geile Barbaren-Streitarzt. Ich finde, Englisch verstehen ist so einiges einfacher als sprechend. Englisch. Weil du kannst dir mega viel einfach denken. So. Ja, ich weiß, man so das Vokabular, was einem fehlt, aber ich finde... Ja, genau, das denkst du dir einfach. Ich finde Englisch an sich theoretisch, wenn man jetzt Englisch und Deutsch, beide Sprachen nicht können könnte, ist doch eigentlich... Gibt ja gar nichts. Ja, du bist so ein Neandertaler oder so. Homo erectus, weißt du? Du hast nur Höhlenmalereien und so. Aber theoretisch... Mein Baum! Der Baum ist umgekippt. Nee, aber du hast dann... wenn du jetzt Englisch und Deutsch lernen musst, dann ist doch Englisch viel einfacher. Ich meine, du hast nur the. Manchmal musst du the aussprechen, aber du hast nicht der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wenn ich frag, bleib dumm. Yeah. Auf einiges schwerer. Mich würde mal interessieren, ob jetzt wirklich für einen Ausländer Französisch oder Deutsch schwerer wäre. Weil ich habe ja so einen abgrundtiefen Hass gegen diese Sprache. Wegen meiner Schulzeit und so. Aber nichts gegen Leute, die aus Frankreich kommen, nichts gegen dich, Jerome. Alle Leute, die aus Frankreich kommen, sind schwule Scheiße. Ja. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay. Ja, hallo. Okay, zu einem Franzosen, der nicht schwul ist. Ja, Jerome, nee. Jerome ist ja Luxemburger. Jetzt leuchtest du dir ein. Philipp. Ist kein Franzose. Doch, der ist Franzose. Welcher Philipp? Ich meine den Kleinen aus unserem Verein. Den schwarzen Philipp. Ihr könnt euch Philipp so vorstellen, wie aus dem Musikvideo von Papa Ute, der kleine Junge. So sieht er aus. Nur ein bisschen mobbeliger. Hallo Philipp.
Ja, dein Viech krepiert hier voll. Der hat Hunger. Hat er gerade gesagt. Was? Warte mal, ich guck mir jetzt, was bringt denn dieser Beweis des Mythos? Edward Wilson in Varana sammelt diesen seltenen glitzernden Gegenstand. Dieser Gegenstand kann nach Tausch und Platzierung der Währungsliste verwendet werden. Rechtsklick, um die gesamte Währung einzutauschen. Yeah. Das sind diese Beweise irgendwie anscheinend. Okay, wir rennen jetzt, um die Quest abzugeben. Wir rennen schon wieder außen rum, oder? Nee, wir rennen diesmal richtig. Johnny, wir rennen außen rum. Boah, rennen da lang. Bist du eigentlich behindert? So, wie spät ist denn das? Wie lange haben wir da noch? Wir haben jetzt gerade circa 18 Minuten. Wollen wir denn jetzt einfach die Folge beenden und weitermachen, wenn wir da sind? Ich meine, ich glaube, das Laufen wird jetzt relativ lang. Beende jetzt die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es... Wenn es wieder richtig feucht und flatschig wird. Entschuldigung, das war gerade so... Okay, jetzt. Nee, okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Au revoir. Oh Gott, ich habe schon wieder Französisch gesprochen. Good night.